Wir sind bei Nairo gegen Psycro und mir sind zwei Dinge aufgefallen. Bei Psycro versteht man so gut wie nichts und Nairo kommt in seinem Video rüber wie einer, dem ich ohne zu zögern eine Kindergartengruppe anvertrauen würde. Stellt euch das mal vor, ein paar spielende Stöpsel, so mit Bagger und so, und dann kommt der liebe Nairo rein. Aber kommen wir zur Bewertung. Die Runde vom Psycro hat echt Style. Die Hook bleibt hängen, das Video ist gut, aber was ist das für eine Battle-Runde, bei der man fast durchgehend den Text mitlesen muss, um zu checken, worum es überhaupt geht? Das ist einfach schade. Wenn Psycro ein wacker Spasti wäre, wäre mir das fast lieber, als dieses ganze versteckte Potenzial mit ansehen zu müssen. Warum sagt ihm denn keiner, bevor er einreicht, ey Vogelscheuche, man versteht dich nicht? Leider sind auch die Zeilen teilweise einfach zu weit hergeholt. Zum Beispiel redet er von Enter the Void. Laut Google ein französischer Film von 2009. Ich habe noch nie zuvor von diesem Machwerk gehört. Wenn man anspielt, auf Filme oder Serien macht, dann sollten das vielleicht keine unbekannten Franzackenfilme sein, sondern bekannte Hollywood-Produktionen, damit es für die Menschheit auch nachvollziehbar ist, was derjenige überhaupt meint. Er sagt, du bist so krass belanglos, ich bin menschlich enttäuscht, gegen Nugo-Darmspiegelung bei dir Enter the Void. Das kann die beste Punchline sein, die jemals niedergeschrieben wurde, aber ich verstehe sie nicht. Vielleicht ist die Line auch scheiße und existiert nur wegen dem Reim Enter the Void menschlich enttäuscht. Guter Reim, by the way, aber das führt nirgendwo hin. Wer guckt französische Filme? Okay, Mathieu's von 2008 sollte man gesehen haben, aber Enter the Void? Und was soll das heißen gegen Nugo Darmspiegelung? Nairos Runde gegen Nugo war ungefähr so angenehm wie eine Darmspiegelung. Ich habe Nugo mit der Analyse eine Darmspiegelung verpasst. Also bei einer Darmspiegelung geht man ja rein. Und Enter the Void heißt, betritt die Leere. Soll das in diese Richtung gehen? Und was ist das überhaupt für ein Satz? Gegen Nugo Darmspiegelung bei dir Enter the Void? Bei Psycro ist alles darauf getrimmt, irgendwie in seinen Flow zu passen und von der Sprachmelodie her ist das auch angenehm. Aber was labert der da? Vor allem, wenn er die erste als zweite Line genommen hätte, wäre hier sogar eine brauchbare Punchline gewesen. Du bist so krass belanglos, ich bin menschlich enttäuscht, ist keine Überline, aber auch keine Schrottline. Aber es gibt auch gute Zeilen bei Psycro, zum Beispiel der Einstieg. Die Balkanroute ist ein Flüchtlingsweg nach Europa und Psycro meint, dass wenn er fertig ist, Nairo One die Balkanroute rückwärts läuft. Ein guter Ansatz ist auch seine Line, dass Nairo One ein Standard-Kanake ist wie Hakan Canaloglu, ein türkischer Fußballspieler, der ein Spezialist für Standardsituationen ist. Aber wieder etwas, das ich googeln musste, weil ich von dem noch nie was gehört habe. Dann sagt er, Mittelmaß im Battle kommt vom Westside-Kanaken, passen Kindergartentexte zu einem Mensch zweiter Klasse. Und die Line ist eigentlich ziemlich böse, aber etwas konfuziös. Worauf er hinaus will, ist, dass Nairo ein Mensch zweiter Klasse ist, mit Doppeldeutigkeit auf Zweitklässler, der aber wiederum Kindergartentexte hat. Also schlechtere Texte als die eines Zweitklässlers. Ziemlich simple Geschichte, aber die Line will irgendwie trotzdem nicht fruchten, weil sie nicht optimal formuliert ist. Psycro eiert zu viel rum, anstatt die Sachen vernünftig auf den Punkt zu bringen. Dann kommen Flüchtlingslines. Nairo wird von Rap über Wasser gehalten wie seine Brüder vom Schlauchboot. Wenn er ans Grab seines besten Freundes geht, wird das ein Mittelmeerurlaub. Schwarzer Humor, okay, kann man machen, aber geht auch besser. Vor allem, weil mir nicht ganz klar ist, was Nairo mit Flüchtlingen zu tun hat. Soweit ich weiß, ist er aus NRW. Und es wäre ein bisschen eindimensional, jeden Kanaken als Flüchtling oder Flüchtlingsbruder zu bezeichnen. Aufgrund der unglaublichen Verständigungsprobleme, textlichem Rumgeeier und um den Breigelaber bekommt Psycro 0 Punkte bei Punchlines. Bei Nairo sind die Lines insgesamt viel straighter. Bei Nairo kommt Punch nach Punch nach Punch. Manche treffen und viele gehen leider auch daneben. Aber es gibt keine einzige Stelle, wo man sich fragt, was der da labert. Man weiß innerhalb von einer Millisekunde, ob das Ding sitzt oder nicht. Bei Nairo ist so, gute Line, Standardline, wacke Line, gute Line, wacke Line, Standardline. Bei Psycro ist so, okay, er hat was gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob das gut war, aber das hat bestimmt einen tieferen Sinn. Also erstmal Text öffnen, Google öffnen, recherchieren. Ah, okay. Nächste Line. Wieder Text öffnen, Google öffnen, recherchieren. Ah, okay. Die Runde von Nairo ist inhaltlich eigentlich eher Standard, aber alleine, dass man alles versteht, reicht hier einfach schon, um mehr zu überzeugen als Psycro. Unter anderem sagt er, dass Psycro kein Psycho ist, nur weil er Maden in einem Angelladen kauft. Stumpf aber witzig ist auch, dass er ihn Sackgesicht nennt. Nairo kommt zum Ficken und Psycro hat gleich 3 Glory Holes und richtig gut ist sein Schikanieren-Spit. Dicker, ich werde dich schikanieren, eine Schelle reicht und da spendest du an Schikanieren. Chica war Psycros letzter Gegner und hat Psycros Runde gemischt, also da gibt es sogar eine sinnvolle Verbindung der beiden. Eines von Psycros Markenzeichen sind seine Maden und am Ende meint Nairo, dass er Psycro mit geisteskranken Lines begraben hat und den Rest Psycros eigene Maden erledigen. Welch Ironie. Das erinnert mich irgendwie an Hannibal, wo dieser hübsche Bengel jemanden an Schweine verfüttern möchte und dann selber als Schweinefutter endet.
Insgesamt gibt's hier lyrisch keine richtige Zerfickung, aber Nairos straighter Psycho-Kanacken-Style entertaint auch bei schwächeren Lines und geht hart in die Fresse. Ein Punkt für Punchlines mit Tendenz zu 2 Punkten. In Sachen Flow ist Psycho mit seiner Flow-Variation und generellem Style eigentlich recht gut, aber aufgrund von extremen Verständigungsproblemen auch hier 0 Punkte für Psycho. Nairo geht extrem nach vorne, Adam wäre stolz auf ihn. Brutaler in die Fresse Rasierer-Flow, Punkt für Nairo. Technisch ist Nairo mehr als solide. Bei Psycho sind die Reime größtenteils irgendwie zusammengeschusterter Blender-Kram mit vielen Silben, aber ohne Qualität. Punkt für Nairo. Videotechnisch hat Nairo echt gute Ansätze, aber die Bildqualität lässt mehr als nur zu wünschen übrig. Psychos Video sieht um einiges professioneller aus. Punkt für Psycho. Extra Punkt. Nairos Runde hat mich nicht komplett abgeholt, aber auf wundersame Weise konnte man alles verstehen, was er da so von sich gibt, was in diesem Battle schon die halbe Miete ist. Er geht außerdem übertrieben in die Fresse und seine Psycho-Performance nimmt man ihm auch ab. Aber insgesamt fand ich seine Runde einfach zu Standard. Kein extra Punkt für Nairo. Psycho hat gute Ansätze, er hat brutales Potenzial, aber ich habe alles sofort verstanden, ist ein Kommentar, den niemand geschrieben hat. Kein extra Punkt für Psycho. Das User-Voting ist relativ knapp und geht an Psycho. Damit ist Nairo eine Runde weiter.